tragische Nachrichten aus Österreich. Die österreichischen Medien vermelden, dass die Vize-SZ-Chefin Alexandra Föderl-Schmid, die unter massivem Druck stand wegen der Plagiatsvorwürfe in den vergangenen Tagen, im Inn gesucht wird, also im Fluss. Ihr Dienstwagen wurde wohl gefunden. Gegenstände, die ihr zugeordnet werden können, auch am Ufer. Ein massives Polizeiangebot ist, Aufgebot ist im Einsatz seit ein, zwei Stunden. Näheres ist noch nicht bekannt. Es wurde wohl angeblich, so melden diese Medien auch, eine Art Abschiedsbrief, eine Meldung gefunden. Das ist extrem tragisch und das dieser Druck, der natürlich auf der Frau gelastet hat, zu solch einem Verzweiflungsakt jetzt scheinbar geführt hat, ist eine traurige Angelegenheit. So weit sollte es in keinem Fall führen.